Im Februar ist Black History Month. In diesem Monat soll die Kultur, Errungenschaften und Geschichte schwarzer Menschen sichtbar gemacht werden. Auch Heidelberg möchte daher diesen Monat nutzen, um schwarze Menschen hervorzuheben. Da kommt der Black History Month aus den USA. Aber auf Impuls des ESD wird seit den 90ern auch in Deutschland der Black History Month gefeiert. Katharina Ogontoyi, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, alle waren hier in Heidelberg. Alle haben hier in Heidelberg Geschichte geschrieben. Aber auch heute wird noch Geschichte geschrieben von schwarzen Menschen, die hier leben. Aber wie das genau aussieht, das können Sie euch am besten selber erzählen. Ich schreibe schwarze deutsche Geschichte in Heidelberg, indem ich versuche, die Vielfalt der ganzen schwarzen Perspektiven, Organisationen aus der ersten, aus der zweiten, aus der dritten Generation in unserer Stadt sichtbarer zu machen. Ich versuche wirklich ein Vorbild zu sein für die nächste Generation, indem ich zum Beispiel jetzt Medizin studiere in Heidelberg. Und dadurch, dass es eine Elite-Universität ist und dass es Medizin ist, denke ich mir, ich kann die zeigen, dass wenn ich es geschafft habe, dann können die es auch schaffen. Also als Teil von Eure Arzt schreibe ich Geschichte momentan, weil wir sind als erstes schwarzes Kollektiv im neuen Karlstor Bahnhof aufgetreten im Rahmen der Theatertage, die wir auch eröffnet haben. Und mit politischer Interventionsarbeit sprechen wir auch die Themen an, die für die Black Community in Heidelberg sehr wichtig sind. Und wenn wir ein rassismusfreies und diskriminierungsfreies Heidelberg haben, ja, dann haben wir Geschichte wirklich geschrieben. Ich denke, durch meine zwei Bücher, die ich geschrieben habe und die ja sehr mit Heidelberg in Verbindung gebracht werden, kann ich mir gut vorstellen, dass das einen Einfluss auch auf schwarze Menschen in Heidelberg hat. The history of Heidelberg and my fellow African people that have been living here or were born here. And I try to put this on the table and explain these struggles that black people have been going through for many, 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 many years. Ich denke eben hauptsächlich über meine Musik, die Texte, die ich dort drin verarbeite, allerdings auch am Rande durch politische Arbeit, Internetaktivismus. Also bis vor kurzem dachte ich eigentlich, dass ich schwarze deutsche Geschichte dadurch schreibe, dass ich aktiv bin, Demos organisiere. Aber dadurch verliere ich im Prinzip meine ganze Kraft. Und deswegen habe ich jetzt gemerkt, dass ich schwarze deutsche Geschichte eigentlich dadurch schreibe, dass ich einfach ich bin, dass ich auf meine Gesundheit achte, dass ich mit meinen Freundinnen Zeit verbringe. Wer inspiriert dich und was gibt dir Kraft? Charlie Chaplin und Josephine Baker. Das sind für mich Musterbeispiele als Mensch und als Künstler. Absolut. Ich ziehe meine Kraft aus der Vergangenheit. Meine Familie. Freundinnen mit Leuten, die ähnliche Struggles durchmachen. Weil ich so unglaublich stolz drauf bin und daraus schöpfen kann, was unsere Geschwister alles geleistet haben, dass wir da sind, wo wir heute sind. Gemeinsam beieinander zu sein und zu wissen, dass wir füreinander da sind, wenn es drauf ankommt. Also wer mich inspiriert, ist auf jeden Fall meine Community. Eure Arzt und auch andere schwarze Personen in Heidelberg. Ich selber motiviert es immer sehr, daran zu denken, dass ich Leute erreichen kann, denen auch helfen kann. Und wer inspiriert mich? Meine Geschwister, von denen bekomme ich die Liebe, die ich brauche. Als schwarze Jugendliche in Deutschland durch das Buch Farbe bekennen, das muss ich ehrlich sagen. Also das ist ein Buch mit ganz vielen Porträts von schwarzen Deutschen. Und das hat mich als Jugendliche sehr inspiriert. Es sind schwarze Frauen. Maya Yin, Katharina Ogontoyi, Angela Davis oder auch Natasha Kelly. Schwarze Frauen, die inzwischen in Deutschland in so vielen Machtpositionen sind. Die alle schwarzen Menschen, die es schaffen, trotz den Hürden und den Steinen, die uns immer wieder in den Weg gelegt werden, glücklich zu sein. Mein Vater gibt mir die Inspiration, in die Motivation weiterzukommen, weil der ist mein Vorbild. Zwei Ministerinnen. Wir haben Rosa Mächen Magazin für schwarze deutsche Perspektiven und so, so viele Menschen, die schwarzen Aktivismus in Deutschland groß gemacht haben. Und das gibt mir ganz arg viel Kraft, weil wir auf deren Schultern stehen und immer weitergehen. Was soll sich für die künftige schwarze Generation in Deutschland verändern? Für die nächste Generation, auch selbst für meine Generation, wünsche ich mir mehr Exposition. Put black people on a map in Heidelberg. Dass sie sich in den Medien, in den Büchern, im Unterricht repräsentiert sehen. Intellektuelle Sachen, zum Beispiel Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und auch Medien. Ganz einfach, wir brauchen Räume, Räumlichkeiten und safer spaces, in denen wir uns zusammen treffen können und wo dieser kulturelle Austausch stattfinden kann untereinander. Dass sie mit so einem Gefühl aufwachsen dürfen, dass sie alles können und überhaupt nichts müssen. Dass sie einfach Würde
lernen, mit Würde zu leben. Dass sie mit sich selber zufrieden sind und auch realisieren, dass dunkle Haut schön ist und sie perfekt sind, wie sie sind. Vergangenheit verarbeitet, klar, aber einfach als Mensch da stehen. Und was sich ändern kann, also das Problem ist halt, allein kann ich nichts Großes ändern. Aber in Würde zu denken, dass sie nicht als Opfer sich darstellt. Aber es gibt halt keine Ansätze, dass ich jetzt schon machen kann. Erstmal durch mein Studium und zweitens auch dadurch, dass ich halt einen Verein leite, was du heißt, neue Studenten, die in Heidelberg oder in Baden-Württemberg anfangen, sich andocken können und einen leichten Einfach haben als das, was ich hatte. Vor allem auch Jugendliche nicht genau den Struggle durchmachen müssen, den ich durchgemacht habe. Dass sie sich in unserer Gesellschaft und in unseren Institutionen repräsentiert sehen. Selbstverständlich in dieser Gesellschaft leben. Und ganz klar verstehen, Schwarz und Deutsch sein ist kein Widerspruch. Sie sind Mensch, sie sind schwarz, sie sind deutsch und sie leben hier. Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Das war deutsche schwarze Geschichte. 2020, when we had the big protest. 2020. Die Black Lives Matter Bewegung, insbesondere hier in Deutschland. Not just in Germany, but all over the world. After the death of George Floyd. Bei der Geschichte mit George Floyd. Und da gab es ganz viele Demos hier in Deutschland und vor allem in Mannheim und Heidelberg. We saw that a lot of black people were coming out. It started raising awareness on colonialism and black history and black culture. Und ich war ja auch bei ganz vielen Demos und ich habe dann gemerkt, erstens, so viele schwarze Deutsche habe ich noch nie gesehen, die irgendwie zusammenkommen und zusammenarbeiten. Das hat mich sehr überrascht. And people, black people that were born here that did not have a voice before came out and we started seeing little organizations being formed that were focusing on the black movement. Ich hatte das Gefühl, dass hier ganz, ganz viel Awareness und Bewusstsein geschaffen wurde und auch vielen sogenannten Normbürgern die Augen geöffnet hat. Meine weiße Freunde und Kollegen sich zum ersten Mal interessiert haben, wie es mir geht in Deutschland. Also für mich war es eher so, dass es einen Moment gab, in dem ich gedacht habe, das ist schwarze Geschichte, die Einfluss hat auf alle schwarzen Menschen, auch in Europa. Und zwar, das war der Moment, als Barack Obama zum Präsidenten gewählt wurde. Ich glaube, das hat auch für schwarze Deutsche einen ganz großen positiven Einfluss gehabt. Oh Gott, da gibt es ganz viele Augenblicke. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich fast jeden Tag so einen Moment habe, wo ich das Gefühl habe, dass das ist schwarze deutsche Geschichte. Als ich zur ersten Antirassismusbeauftragten in Heidelberg werden durfte, weil ich glaube auch das ist sehr, sehr wichtig, dass wir schwarze Menschen in Institutionen repräsentiert und sichtbar sind. Ich bin auch Comedian und deswegen war für mich einer der Momente auch, dass ich jemanden Schwarzen auf einer riesigen Comedy-Bühne gesehen habe. Und zwar, das war Teddy. Es ist auch gleichzeitig so ein Bekenntnis der Stadt, dass wir das Thema Rassismus strukturell angehen müssen. Ich glaube einfach jedes Mal, wenn ich einer schwarzen Person auf der Straße begegne und wir uns zulächeln und irgendwie so ein kleines Nicken geben und einfach wissen, so I'm here, I see you, ich weiß, dass du da bist. Der Fall von Uri Jalloh, der den meisten auch ein Begriff sein sollte. Ein Schwarzafrikaner, der in einer Zelle in Polizeigewahrsam in Dessau, Ostdeutschland verbrannt ist unter bis heute ungeklärten Umständen. Auch finde ich, dass zum Beispiel der Verein Afrodeutsche Juristin schwarze deutsche Geschichte schreibt, weil das zeigt einfach, dass in Gebieten oder in so Themen, wo eigentlich nur weiße alte Männer sind, wir jetzt mittlerweile auch präsent sind. Und es ist ein Verein, wo wirklich nur schwarze deutsche Jurastudierende und Anwältinnen zusammenkommen und sich austauschen. Und ich finde es so krass, dass es das gibt mittlerweile. Der zweite Moment ist, glaube ich, als wir in Heidelberg dieses wundervolle Buch veröffentlicht haben, Schwarz wird groß geschrieben, weil ich glaube, dass es nochmal die Vielfalt von schwarzen Perspektiven sichtbar macht und gerade auch unsere Unterschiedlichkeiten. Und ich glaube, das sind die Momente, die schwarze deutsche Geschichte, schwarze Geschichte in Heidelberg schreiben. Und ich hoffe schon, dass wir damit ein kleines Stück Geschichte geschrieben haben. Für mich persönlich war das so ein Geschichtsmoment, weil ich mir gedacht habe, wow.
wenn er es schaffen kann, vielleicht gibt es da auch Platz für mich.